In diesem Video möchte ich euch den Selfie Stick Number 2 oder Nummer 2 von der Firma Fresh and Rebel vorstellen. Das ist ein drahtloser Selfie Stick, der über die Bluetooth-Technologie funktioniert. Und wir wollen das jetzt Ganze mal aufpacken. Als erstes fällt auf, eine wunderhübsche Verpackung, gefällt mir wirklich gut. Hier mit zwei kleinen Ösen oder Nieten auch gesagt. Und so sieht das Ganze aus und hängt dann hier oben baumelnd am Regal. Wir holen das Ganze mal raus. Er ist 19 cm lang. Das heißt, man sieht das hier. Und er kann bis zu 80 cm ausgeklappt werden. Also das ist sozusagen die übliche Größe, die man so bei einem Selfie-Stick hat. Man braucht da in der Regel nicht mehr. Man kommt da wirklich gut klar. Der Akku reicht wirklich für eine Ausdauer von 60.000 Selfies. Das ist ein 50 mAh Akku. Und ihr denkt jetzt gleich, ah, das ist aber wenig. Aber wenn man überlegt, dass es eigentlich nichts anderes als eine Bluetooth-Tastatur ist mit einem Knopf, so wird das nämlich beim iPhone oder bei Android-Geräten oder ähnliches erkannt, da muss man sagen, das passt wirklich, das funktioniert. Es ist schon die Bluetooth 3.0-Technologie, also sie ist schon ein bisschen stromsparender und kann ab iOS 5 und Android OS 2.3 und höher genutzt werden. Persönlich hat mich dieser Stick überzeugt, weil er sehr flexibel ist. Gerade in seinem Packmaß ist er wirklich klein. Es gibt eine Handschlaufe dazu, es gibt auch noch ein Kabel dazu, habe ich jetzt hier gar nicht mehr drin in dieser Box. Und dann hat man die Möglichkeit, per Teleskop das Ganze auszuziehen. Wenn wir hier ranzoomen, fällt uns auf, hier gibt es einen kleinen Riffler. Und dieser Riffler bewirkt, dass der Selfie-Stick sich nicht verdreht. Des Weiteren ist hier oben ein stabiles Gelenk. Das hat mich auch noch nie enttäuscht. Und es gibt sozusagen einen Einspannmechanismus, den sehen wir hier. Das ist wirklich fest genug, um wirklich ein Gerät sicher zu halten, aber auch noch nicht so fest, dass es das Gerät kaputt macht oder ähnliches. Ansonsten ist diese Halterung hier so eine Standardhalterung. Wer eine GoPro oder ähnliche Actioncam hat, wird auch mit der GoPro hier Erfolg haben und damit arbeiten können. Ich ziehe das Ganze mal aus. Genau, das ist jetzt hier die gesamte Länge. Ich glaube, das kriege ich gar nicht so richtig aufs Video. Also wie gesagt, 80 cm und das reicht für gute Selfies. Alles in allem muss ich sagen, diesen Stick kann ich total empfehlen. Gibt es so im Bereich von 15, 16 Euro bis 20 Euro hoch. Und ich bin der Meinung, mit diesem Stick liegt man auf alle Fälle richtig. Ich bevorzuge Bluetooth, weil man einfach da nicht dieses ewige Kabelgedöns hat, was man reinstecken muss. Und somit ist das eine gute Investition wert. Ich habe den schon mehrmals mitgehabt, hat keine Brüche oder ähnliches. Ja, hier wirkt vielleicht ein bisschen lavede, aber was will man für den Preis erwarten? Er macht sein Ding und das funktioniert alles. Er ist solide gebaut, noch nie abgeknickt oder ähnliches und das soll es im Prinzip gewesen sein. Wenn ihr euch für diesen Stick interessiert, ich mache euch einen Amazon-Link unterhalb dieses YouTube-Videos und ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Selfie-Tour. Ciao!